Die Zinsen steigen. Wirklich? Steigen sie überall und steigen sie nachhaltig? Ich begrüße Sie zum St. Galler Kantonalbank Investment Talk im Januar 2017 aus dem Investment Center der St. Galler Kantonalbank. Mein Gast ist heute Patrick Häfeli, Fondsmanager Obligationenfonds St. Galler Kantonalbank. Patrick Häfeli, im Dezember hat die FED endlich den lange erwarteten Zinsschritt getan. Was ist seither passiert? Wie so oft gab es vor allem im Vorfeld des Zinsentscheids Bewegung an den Märkten. Die Aktienmärkte haben zugelegt, der US-Dollar wurde stärker und wie man auch sieht, sind die Zinsen angestiegen. Seit die Zinserhöhung dann aber Tatsache wurde, hat sich das Ganze wieder etwas beruhigt und die Renditen sind auch wieder etwas zurückgeglitten. Welchen Einfluss wird jetzt der neu gewählte Präsident bzw. seine Wirtschaftspolitik auf die künftige Zinsentwicklung haben? Das wird man dann sehen, wenn Donald Trump auch wirklich im Amt ist. Bis jetzt hat er ja relativ viel angekündigt und versprochen. Was und wie er dann das irgendwie auch umsetzen kann, das wird man sehen. Sicherlich werden die angekündigten Infrastrukturprojekte eher inflationsfördernd wirken, was sich dann auch wieder auf die Zinsen auswirken könnte und diese nach oben treiben könnte. Was bedeutet das Ganze für Ihre Prognose für das laufende Jahr? Die FED-Mitglieder selber gehen ja derzeit von 3 Zinsschritten in diesem Jahr aus, also 3x0,25%. Ich glaube, dass die US-Notenbank eher weiterhin vorsichtig sein wird und das würde mich nicht überraschen, wenn wir nur 2 Zinsschritte sehen würden und dann Ende Jahr bei einem Band von 1-1,25% liegen würden. Gilt dasselbe, also weitere Zinssteigerungen nur für die USA oder gilt das auch für Europa und die Schweiz? Ja, die Erfahrung zeigt ja, dass wenn die US-Zinsen steigen, dann geht das nicht einfach so an den europäischen und den Schweizer Zinsen vorbei. Die steigen in der Regel dann auch. Der Unterschied ist jedoch, in der Schweiz und in Europa haben wir Leitzinsen, die noch eine gewisse Zeit tief verankert sein werden. Entsprechend bleibt da das Aufwärtspotenzial auf die längerfristigen Zinsen begrenzt. Wir werden aber sicherlich auch in diesem Jahr etwas steilere Zinskurven sehen. Aber das bedeutet, dass weitere Zinssenkungen in der Schweiz vom Tisch sind? Ja, davon gehe ich aus. Einerseits sind die Deflationsrisiken weitestgehend verschwunden und auch das Währungsgefüge hat sich auch dank den Deviseninterventionen der Nationalbank stabil gezeigt. Entsprechend wäre eine weitere Zinssenkung hier nicht mehr sinnvoll. Und bis wann erwarten Sie, dass die Zinsen in der Schweiz deutlich positives Terrain erreichen? Ich gehe davon aus, dass die erste Leitzinserhöhung der Nationalbank frühestens im zweiten Halbjahr 2018 erfolgen wird. Entsprechend dauert es sicherlich noch 2 Jahre, bis dann auch die kurzfristigen Zinsen in der Schweiz wieder über 0% sein werden. Und was heißt das jetzt für den Anleger, der in Obligationen anlegen möchte? Soll er 2 Jahre zuwarten mit neuen Anlagen? Es ist sicherlich richtig, dass man in den nächsten Jahren mit Obligationen nicht das große Geld verdienen wird. Dennoch ist es wichtig, neben Aktien auch Obligationen im Portfolio zu halten, weil Obligationen vor allem in schwierigen Marktphasen dem Depot Stabilität geben. Hier scheint es mir wichtig, dass man nicht allzu lange Laufzeiten wählt, sondern dass man auch im derzeitigen Umfeld eher kurze Obligationen auswählt. Welche Anpassungen haben Sie selber in Ihren Portfolios seit Dezember letzten Jahres vorgenommen? Wir haben zuletzt die Aktienallokation zulasten der Obligationenquote noch mal etwas erhöht und sind jetzt bei den Aktien übergewichtet. Uns gefällt, dass die Weltwirtschaft zuletzt wieder an Fahrt aufgenommen hat und dass auch die vorlaufenden Indikatoren eine Wachstumsbeschleunigung anzeigen, insbesondere in den USA. Die USA wird also auch 2017 die Wachstumslokomotive bleiben. Für den Anleger in festverzinsliche Anleihen, der dabei bleiben möchte, aber doch noch einen höheren Zins herausholen möchte, in welchen Zinsprodukten oder Anlagearten kann er jetzt investieren? Ich finde es, wie gesagt, wichtig, dass man bei den Laufzeiten nicht allzu lang geht und auch nicht zu große Kreditrisiken eingeht. Ich würde das solide Obligationenportfolio mit Satellitenanlagen anreichern. Ich favorisiere hier beispielsweise Anlagen in Catbonds oder eben Anleihen in Rohstoffwährungen, wie beispielsweise dem australischen Dollar oder der norwegischen Krone. Patrick Häfeli, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wie investieren Sie in festverzinsliche Anleihen? Ihre Erfahrung interessiert uns. Hashtag Investment Talk.